So, da sind wir auch schon wieder. Ja! Wie er sich anguckt, wer ich? Runzelt er mit der Stirn. Wer ich? Ja, ich der Hübsche. Bin ich gemeint, genau. Wir fahren jetzt immer weiter. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show, Lexien. Wir fahren heute The Crew. Wie ihr seht, wir nehmen heute live Boxentop auf ohne den lieben Herrn Bananenbrot. Der lieben Bananenbrot, der hat heute Folgenpause. Ausgang. Und, Ja, ich glaube, der liebe Herr Bananenbrot ist momentan mit dem Centauri damit beschäftigt, Wii zu spielen. Genau. Wii U, wohl bemerkt. Eventuell, aber können wir es ja andeuten, ich weiß es nicht. Eventuell hatten sie vorgehabt, auch Let's Plays aufzunehmen. Wiesen zu gehen. Mit der Wii U. Und zu Wiesen zu gehen. Ich weiß nicht, ob da was kommt auf seinem Channel. Müsst ihr euch mal überraschen lassen, ich weiß es nicht. Werden wir ja hören, werden wir ja erfahren. Er wird ja bei uns wahrscheinlich alles erzählen. Alles, so wie er alles wissen will. Ja, so wie, genau. aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema, Silvester, genau. Ja. Hatten wir angedeutet. Wenn das ja alles beim lieben Flexi so läuft und klappt, wie wir das uns alle vorstellen, ja, werden wir zusammen dieses Jahr Silvester feiern. Genau. Und das riesengroß. Und das wird und da auch LPLS und Tour werden. Oh Gott. Aber lieber Flexi. Ja. Wir gucken, dass wir bis dahin eine vernünftige Kamera für dich besorgen. Ja. Ja, weil der kleine Camcorder hat ja so ein paar Bildprobleme. Ja, das war aber nur beim Dings. Das ist in dem fertigen Material nicht. Das ist durch den VLC-Player gewesen. Ja. Gut, kann sein. Auf schau doch mal im Internet, da gibt es auch manchmal sehr, sehr gute, große Spiel-Camcorder. So, weil die neuen, die sind ja unheimlich teuer. Mhm. Werden wir natürlich wieder im Partykeller unten feiern. Oh ja. Eventuell, wenn alles so klappt, wird es eine Live-Show geben von uns. Oh ja. Eine Let's Play Live-Show aus Frankfurt. Aus dem Partykeller. Aus dem Partykeller. Um Gottes Willen. Wir alle auf der Bierzeltgarnitur. Live am Zocken. Im Splitscreen irgendwas. Oh Gott. Kannst du mit der Elgato auch streamen? Ja, geht auch. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Brauchst aber einen leistungsstarken Rechner für. Kein Thema, habe ich da. Nimm mal mit runter. Ja. Und dann werden wir Wii Sports streamen. Wir haben jetzt zweimal noch so ein gutes Tennis-Team. Ja. Silvesterpartys, oh, da habe ich schon so viele erlebt, so viele geile und so viele deprimierende. Letztes Jahr war bei mir die Hölle. Ja, bei mir auch. Wir haben einen kleinen Rahmen. Nicht ganz. Wir haben einen Rahmen mit der Familie, in der Familie gefeiert. Schön gemütlich, wie man es wie der Deutsche macht. Vor dem Fernseher erstmal Dinner for One geguckt, dann den Countdown geguckt und Partymusik laufen lassen. Und ich stehe draußen am Balkon mit meinem Cocktail auf dem Zigarettchen und auf einmal kommt von oben ein kompletter Bottich runter. Da konnte der liebe Nachbar, der oben drüber wohnte, sein Abendessen nicht mehr drin behalten und hat es auf 3 Stockwerke verteilt. Auch schön. Also ich glaube, ich habe Silvester direkt verschlafen. Also ich weiß, letztes Jahr Silvester hatten wir... Ach ja, wir haben ja letztes Jahr Silvester hatten wir ja die Let's Play Live Show Silvester Special gehabt. Stimmt. Letztes Jahr war das ach, letztes ja, Jahr war das gewesen, da war der Stream. Ach, doch. Das war der GTA Stream, da war... Da hast du ja GTA gespielt, genau, da war ich doch nicht verstanden. Genau, Konsumer war doch auch dabei und der liebe... Nee, ich war nicht dabei. Nee, Silence war dabei. Silence ja, war dabei gewesen. Ja. Und wir haben GTA gespielt, mit dem wo noch das Schnee-Update war bei GTA 5. Mhm. Aber der Stream kam nicht so gut an, weil viele natürlich selbst gefeiert haben. Waren nicht so viele Leutchen da. Aber ja, die, klar, die da waren, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Na? So. Oh, dieses Jahr Silvester wird lustig. Oh ja. Wenn wir alle zusammen feiern. Oh, ja. Wir müssen ein bisschen zusammen für Feuerwerk. Uah. Da können wir ein bisschen was in die Luft knallen. Ja. Ich muss mal eben den Nightbot wieder aktivieren, der ist irgendwie aus dem Chat geflogen. Jetzt müsste er eigentlich wieder da sein. Ja, er ist ja wieder da. So. Weiter geht's. Ach, ist das schön. Ja, wie gesagt, live Boxenstopp. Ihr könnt Themen vorschlagen, wenn ihr Lust habt.
ne, worüber wir diskutieren. Deswegen ja auch live. Ja. Schlag mal was vor, komm Leute, ihr habt doch so viele Ideen im Kopf. Genau. Ich habe auch eine Idee, nee, ich habe keine Idee. Aber eine Frage. Eine Frage. Wie lange hat denn der Flexi heute vor, Boxenstopp zu machen? Bis 22 Uhr. Warum? Gut. Das hätte ich mir zur Not nochmal Sektur runtergeladen, aber das hätte ich jetzt nicht mehr. Das hätte ich eh nicht geschafft wahrscheinlich. Ja, wir haben ja 9 Uhr jetzt auch schon gleich. Ja. Nach Boxenstopp live gibt's wieder was zu lachen. Also zumindest das Mädchen. Weil ich mir ja immer einen Schlapp, wenn der liebe Flexi Horrorspiele spielt, mache ich mir extra den Stream auf Vollbild am Fernseher, guck dir schön zu und grinst mir ein, wie er sich in die Hosen scheißt. Verdammt. Ihr wisst ja, der Stream wird gesponsert von Tena Man, die Wippe für Erwachsene. Ja. Also das war gestern so lustig, hier mit Franzi noch in der Party gewesen. Also, boah, so weggepisst vor Lachen haben wir uns. Mit seinem Knuddel Franzi heute auch wieder online. Ja, heute Abend, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Nein, weil ich glaube eher, dass Franzi reinfeiern wird. Weil das ist nämlich der nächste Geburtstag, der ansteht. Stimmt. Wow, Misty, guck mal, hab ich verpasst. Shit. Wow. Wow, wow. Aber Misty, ich habe einen Geländewagen. Oh. Egal. Ich habe einen Geländewagen. Aha. So, was wollte ich denn sagen? Ja, ab 22 Uhr gibt es wieder Soma hier im Stream. Dürft ihr euch wieder freuen, gehen wieder weiter. Und ja, Dishonored, denke ich mal, spielen wir dann nächstes Wochenende weiter um 20 Uhr. Freitag. Da müssen wir dann auch weiterkommen. Ja. So. Ah, ich freue mich schon, wenn Ghost Recon rauskommt und wir das dann streamen. Oh ja, Ghost Recon wird auch so lustig. Huch, wofür das Navi? Wow! Sorry! Oh. Ah, das wäre auch eine kleine Sache. Der November, haben wir schon auf der vorigen Folge kurz angesprochen. Wir sind da. Wird ja schweineteuer für manche. Oh ja. Was alles im Spielen rauskommt. Oh ja. Also ich habe schon ein bisschen Geld auf die Kante gelegt dafür. Das wird, weil es wirklich sehr, sehr teuer jetzt. Braucht denn jemand im Stream eigentlich noch einen Code? Ein Rainbow Six Beta Key. Bis morgen der letzte Tag lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe noch 3 Stück. Also wenn jemand hier Rainbow Six Code haben möchte für die Beta. Sie läuft noch morgen, kann er gerne sich hier melden im Stream, ist für die PS4. Genau. Der liebe Konsumer würde den euch dann per Privatnachricht zuschicken. Hm, 3 Stück existieren noch. Genau, so, warte mal, wie ich muss jetzt mal gucken, wo es lang führt, erstmal schauen. 4, ich habe auch noch einen. Ich hatte 5, René, ich habe gestern auf meine E-Mail-Adresse reingeguckt, hatte 5. Ich muss setzen, wo führt uns da hin? Da. Heftig. Der führt uns nirgendwo hin, okay. Damit habe ich mich nicht mal angemeldet. Ich habe die einfach geschenkt bekommen von Ubisoft. Der führt uns. Guck nochmal bei mir in die E-Mail rein. Da lang. Aber ich muss sagen, Rainbow Six Siege, also hat mir sehr gut gefallen. So. Und können da gibt es auch weiterfahren. Noch. Simon Dreen. Können wir? Ja, wir können. Oh, ich wollte mir gerade eine Pizza bestellen. Jetzt nicht. Kannst du gleich machen. Tollas, zu gern. Tollas, du möchtest einen Beta-Key haben? Das richtig, sehe ich das richtig? Und wir kommen erstmal zur Let's Play Live Show. Da müsstest du einfach nur den lieben Herrn Consumer vielleicht eine Nachricht schicken übers PSN. Übers PSN oder halt über Twitch. Genau, oder über Twitch. Ja, über. Oder? Das gefällt mir ja auch, dass wir so richtig flexig sind. Ja, gut, über PSN wären wir schon lieber irgendwie, wenn das möglich ist. Das was? Bei Rainbow Six gibt's einen weiblichen Charakter, der Twitch heißt. Ja. Das wäre der richtige Charakter, den du dann spielst. Ja. Ich spiele dann den Twitch-Charakter. Es gibt auch eine Frau, die kommt aus Leipzig. Aus Leipzig. Ja, IQ. 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 Leipzig. Merkst du den? Ja. Ne? Merkst du, ne? So. Die Screenshots, die entstanden sind mit mir und Banane in dem Spiel, die will keiner.
Du weißt ganz auch, wenn Banane und ich manchmal alleine sind, wir haben die beschissensten, perversesten Ideen ja. überhaupt. Ja, das stimmt. Wow! Wow, wo kommt der denn her? Wow! Alter, ich wollte dich gerade überholen. War das gerade. Wen soll ich denn dann bei PSN anschreiben? Consumer Central. Consumer, da kannst du ja. Consumer, Alter! Consumer, du kannst ja im, genau, im Stream einfach schreiben. Und hier vorne fährt gerade irgendwie ein Mustang, oder? Nee, was ist das? Das ist, glaube ich, ein. Bist denn du? Dodge. Ich bin. Dann müssen wir wieder weiter vorgefahren. Genau. Ich fahre aber hier gerade langsam, weil hier vorne fährt gerade ein Challenger oder sowas. Wo bleibst du denn? Ach, da kommst du. Ich habe gerade ein. Alles gut zum Geburtstag bekommen von meiner. Das wollte ich nicht wissen, oder? Wo kommst du da angefegt? Ich muss sagen, der Serien-Turek hat in dem Spiel kaum Leiste. Oh, entschuldige. Aber der Gelände-Turek, der ist böse. Ja, der ist sehr böse. Der braucht ein bisschen, ein Beschleunigen, aber sobald er auf Geschwindigkeit dann ist, fährt der. Ist das ein Panzer? Ja. Der fährt und fährt. Das ist wie so ein LKW, wenn er einmal rollt, dann rollt der. Meine Mutter ist den ja eine Zeit lang gefahren mit der 4,4 Liter Maschine. Mhm. Das Ding ist Hammer. Das Ding ist so Hammer. Der lässt sich so auch so tief runterpumpen mit in der Hydraulik, dass der flach am Boden liegt. Hm. Und sieht da aus wie ein Kombi. Ja. Ja, ist schon ein schönes Auto, so ein Touareg. Das ist schon. Ist schon ein schöner Wagen. Ja. So. Hui. Nein, nix da. Ja, wie gesagt, heute live Boxenstopp. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wenn ihr wollt, Themen einfach vorschlagen. Ich fühle mich wie ein Räucherwürstchen. Warum? Wie ein Räucherbraten. Warum das denn? Ja, die Nachbarn haben wieder Lagerfeuer an. Lag in der Wohnung. Das stinkt. Nein, ach so. Die haben Garten. Aber das stinkt bei mir in der Bude gerade nach Lagerfeuer. Ich dachte schon, vorhin der Aschenbeck brennt. Oh, er schießt mit Autos. Ich glaub's ja wohl. Mem, mem. Boah, dich kriege ich. Mem, mem. Boah. Das war vorhin so fies. Boah, ich war so. Ich war so nah hinter dir, ne? Also im Kofferraum habe ich schon geschnüffelt. Und dann ziehst du auf einmal so links rüber. Und auf einmal ist davor ein Zivilfahrzeug. Ich bin voll reingebrescht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Folge davor war es gewesen. Jetzt weißt du, warum man sich ja. Hui. Mal kurz in den Raum geworfen. Star Wars Battlefront Companion App kommt ohne Mikrotransaktionen. Nochmal was? Die Companion App. Moment. Kommt ohne Mikrotransaktionen. Genau, kommt ohne. Von Battlefront. Mhm. Von was? Battlefront. Ah. Wo bleibst du denn? Hui. Ah, da hinten ist er. Er fährt gegen den Baum. Uah. Hier, Kollege, lass mal hier. Uah. Ich bin der neue Crewleiter? Wie du der neue Crewleiter? Reflex ist jetzt offline. Was bin ich? Ninchen. Offline? Nein, René, Ninchen ist jetzt offline, steht bei mir. Du bist bei mir gerade, du bist auch weg. Nee, ich bin noch hier. Ich bin hier. Wo hier? Naja, ich stehe direkt vor dir. Na hier. Was ist das denn? Direkt vom. Ja, beziehungsweise stehe ich hier auf der Straße. Warte mal, Crew, du bist noch in der Crew drin, aber du bist bei mir als Offline angezeigt. Kann es sein, dass du jetzt vielleicht gleich dich verabschiedest? Du meinst so wie beim letzten ja. Mal? Ja. Das auf einmal urplötzlich. Ein Disconnect? Ja. Bleib mal da stehen, wo du bist. Ich bleibe hier stehen. Schau mal eben, was mein Zustand vom Fahrzeug sagt. Mhm, 104 haben wir da noch. 477. Ja, das haben wir schon mal öfters gehabt in der Crew. Mhm. Aber komischerweise, auf der Karte sehe ich dich. Ja, aber ich dich glaube ich nicht, weil du bist ja offline bei mir. Jetzt bist du wieder online. Komisch. Ich stehe genau neben dir, Flexi. Eigentlich ich werde Karte. Mal schnell was mixen gehen. Schnell was mixen gehen.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie wieder zusammenfinden. Warte mal. Wo stehst du denn? Spieler. Da ist er da oben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt eine volle Box, ist doch fertig aufgenommen. Und dann passiert sowas. Ja, und dann passiert sowas. Okay. So, Achtung, Achtung! Flexi schafft es, Auto zu fahren. Nachdem. Hallo Bastard, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Kannst du auch mal den Wegpunkt setzen? Warte. Ja, kann ich machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich den nochmal hingesetzt habe. Ach ja. So, warte. Machen wir nochmal neu. Wegpunkt setzen. Zack. So. So, ist gesetzt. Und dann schauen wir mal. So. Du wirst bei mir auch nicht angezeigt hier irgendwie, ob du im Boden hängst oder so. Lass uns einfach mal den Wegpunkt weiterfahren, vielleicht tauchst du dann irgendwann auf. Das geht hier die Straße weiter runter. Genau, einfach dem Wegpunkt folgen. Oder siehst du keinen? Ich sehe nämlich. Achso, oder vielleicht machen wir eine neue Crew. Warte mal, ich verlasse mal die Crew. Und dann lade ich dich mal ein. So. Ich lade dich ein. Oder so. Soll der Crew beitreten? Ah ja. Hat das jetzt funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich habe ja die Anzeigen aus, deswegen. Ich habe auch die Anzeigen aus. Das ist super. Ich schau mal eben, ob ich beigetreten bin. Warte mal, Crewfenster anzeigen. Nee, ich bin nicht beigetreten. Das ist gerade ein BMW an mir vorbeigeschossen. Ja, super. Das war nicht ich. Moin, warum lädst du mich eigentlich zweimal in die gleiche Community ein? Bastard, ich habe nicht jeden zweimal in die gleiche Community eingeladen. Das liegt einfach nur daran, weil das PSN spinnt mit den Communities. Man kriegt die Einladung noch 5 Tage danach nochmal irgendwie, ganz komischerweise. Und da bist nicht nur du befallen, sondern alle anderen wahrscheinlich auch. Ich kriege auch zig Einladungen von anderen Usern auf meiner Friendlist. Zum Beispiel der liebe Underworld hat mir, glaube ich, auch 5 Einladungen geschickt zu seiner Community. Das liegt daran, weil das PSN spinnt wegen den neuen Communities. So, warte mal, ich lade dich mal ein. Wernes Grüne ist so lecker. Das Wasser aus der braunen Flasche. So, warte mal, Crew, warte mal. Wo haben wir ihn denn? Da. In die Crew einladen. Ich habe dich jetzt mal eingeladen. Hast du was bekommen? Oh, das sieht gut aus. Ja. Oh ja. Und ich habe einen Wegpunkt. Sehr schön. Dann fahren wir erstmal, weil ich sehe dich noch nicht. Aber ich sehe dich bei mir am Boden. Okay, dann passt's ja. So. Willkommen zu Let's Play Live an alle neuen Zuschauer. Ja, willkommen zu Live Boxen Stop. Wir nehmen ein paar Folgen auf. Und, mit ein paar technischen Problemen. Genau, mit ein paar technischen Problemen. Und wir, und beziehungsweise ihr könnt Themen vorschlagen, die wir hier gerne mal ein bisschen diskutieren. Natürlich könnt ihr mitdiskutieren im Chat. Und wenn ihr was, wie gesagt, wenn ihr was vorschlagt, macht das bitte, aber bitte keine politischen Themen oder sowas. Oder Schmuddelthemen. Sowas Disco. Und keine rechtsradikalen. Und keine rechtsradikalen Äußerungen. Keine Werbung, genau. So, ja, 53 Minuten noch, Klangkasper. Ich weiß. Dann geht das schon wieder der los. Der will mich leiden sehen. Der will mich nur leiden sehen. Du bist aber auch ein Schisser. Ich bin auch ein Schisser, ja. Gebe ich ja offen zu. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Ich liebe Horrorspiele. Aber. Weißt du was? Mit dir gehe ich nach Frankfurt ins Mörderhaus. Wir gehen erstmal zusammen ins Grusellabyrinth hier bei mir in Bottrop. Hey, wir gehen bei mir ins. Was denn? Halloween. Was haltet ihr von Halloween? Ja, gutes Thema. Was halten wir von Halloween? Abstand. Was, Abstand? Was? Ja, Abstand. Ich mach meine Klingel aus. Ach so. Süßes oder saures. Boah, Halloween. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt unbedingt Halloween feiert. Also es gibt ja Leute, die feiern richtig Halloween, verkleiden sich ja dann auch, gehen auch raus mit den Kindern und so. Für die Kinder finde ich das ganz cool, muss ich sagen. Aber so, weiß nicht. Also was ich ganz geil finde, ist hier bei uns in Bottrop gibt es ja diesen Moviepark.
Und die haben ja immer zu Halloween, haben sie immer den Park so ein bisschen so auf Halloween gruselig gemacht. Und das ist immer richtig geil, weil der ganze Park ist dann voller Nebel. Ja, man sieht fast gar nicht. Die ganze Straße, wo man langläuft, ist so nebelig. Du siehst nicht viel. Du siehst nur immer so Häuser und sowas alles ganz bisschen. Und dann hörst du im Hintergrund, irgendwo in weiter Ferne, hörst du auf einmal einen Kettensäge anschmeißen. Boah, da Chris musst du so ziehen, ja, und der läuft durch den Park und dann kriegst du so Schweißausbrüche, das ist unfassbar. Das ist schon echt cool. Also Halloween ist schon eine feine Sache, aber so richtig feiern, so bin ich jetzt nicht. Also, was mit dir, René? Mhm. Zu mir kommen keine Kinder mehr, seitdem es bei mir glasierte Zwiebeln gab. Okay. In Spanien wird Halloween nicht so großartig gefeiert, weil man sagt, das ist kein nationaler Feiertag oder so. Ist Humbug. Mhm. Aber es gibt halt Karneval. Aber, weiß nicht, ich habe mich noch nie verkleidet, großartig. Ja. Selber. Und ja, es gibt ein Horrorhaus manchmal, was recht lustig ist, aber. Großartig Halloween, selbst gefeiert auch noch nicht. Ich finde das ja immer dann lustig bei uns in der Straße. Mhm. Da wo ich ja wohne, war eine der größten amerikanischen Kasernen damals. Es gibt halt noch viele Angehörige, da ist das hier richtig so wie in Amerika dekoriert auch. Mhm. Weil da kriegst du dann teilweise in Obst- und Gemüseständen nur mehr noch Kürbisse zu kaufen. Mhm. Und die stehen in Massen. Ach, guck mal, da ist. Hallo! Ja. Klasse, wir sind dieses Jahr da. Oh, supi, Lexchen, cool. Was hatte da dein Gesicht, wenn du dich erschrecken tust? Herrlich, Flexi. Ja, musst du mal ein Video von machen. Ja, lass dich einfach überraschen, Kleinkasper. Es wird auf YouTube auf jeden Fall, wird es dieses Jahr definitiv ein Jahresrückblick geben von der Let's Play Live Show. Und da dürft ihr euch sehr darüber freuen. Oh, da freue ich mich. Und da werden wir, mein Gott, ich habe schon so viele Sachen auf der Festplatte. Deswegen, wie gesagt, werde ich mir im November eine Woche frei nehmen vom Zocken. Und dann werden die Jungs auch hier von der LPLS-Crew auch Bescheid kriegen, dass ich halt nicht zocken komme die ganze Woche, sondern werde mich nur mit Videos befassen. Videos anschauen, Videos schneiden, zusammenfassen. Das ist alles eine Sache von einer Woche, die ich dafür brauche. Dann wird es nämlich auch keine Let's Play Live Show geben am Wochenende. Und dann wird es davon, ich denke mal, ein bis zwei Folgen wird es geben. So ein Special, so Jahresrückblick-Special. Vielleicht auch ein ganzes Video, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Und da werden dann auch lustige Szenen drin vorkommen, wie zum Beispiel die Gesichter von Flexi beim Soma-Spielen. Ne? Solche Sachen werden da natürlich auch drin vorkommen. Das darf ich aber dann beurteilen, ob es die besten waren, ja? Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass ich mir da Zeit nehme, weil ich muss mir das Videomaterial natürlich auch erstmal angucken. Ich kann ja nicht einfach x-beliebiges Video nehmen, sag ich mal, Soma Folge 3 und nimm da irgendwas raus. Also ich muss schon, wie gesagt, wirklich gucken. Und dann müssen die auch bearbeitet werden, vielleicht mit so einem lustigen Textspruch dabei oder so, ne? Jahresrückblick hat sie gut an. Ja. Wow! Die war mies, die Kurve. Die war richtig mies. Die hast du nicht kommen gesehen. So. Ja, ich hatte ja schon mal einen sechsmonatigen Rückblick, hatte ich ja schon. Den gibt's ja schon auf YouTube. Der war ja, wie wir 6 Monate Let's Play Live hatten. Das ist Wahnsinn. Und jetzt kommt dann ein Jahresrückblick, obwohl wir schon 1,5 Jahre haben, aber ein Jahresrückblick finde ich besser als wie 1,5 Jahre. Ne? Aber Flexi? Wir haben ja so mal leider verpasst. So lange versuchen. Oh. Was wirst du versuchen? Einige von uns werden dich versuchen zu überreden, ja, dass du von uns in die Videos dann noch ein paar Kommentare mit reinschraubst. Ja. Und zwar gibt es so manche Sachen zu manchen Situationen von unserer Seite zu sagen. Okay. Soma zum Beispiel. Oh, ich freue mich gleich auf den Stream. Wieder so lustig. Wir haben ja Soma leider verpasst. Ja, Alexchen, macht nichts dafür, aber könnt ihr die Folgen auf YouTube euch anschauen. Die Folgen sind ja online oder kommen ja jeden Abend um 19 Uhr kommt ja eine Folge Soma auf YouTube. Also ihr habt da quasi eigentlich nichts verpasst. Ja,
Gut, vielleicht die Pausen dazwischen so ein bisschen, wo wir ein bisschen gequatscht haben, aber da ist jetzt auch nicht so viel. Aber könnt ihr heute dabei sein, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, müsst ihr natürlich erst die Folgen gucken. Aber alle Folgen sind ja noch nicht online. So. Ja, ich bin aber sehr gespannt, wie es auch bei so mal weiter... Scheiße, Unfall, Kacke. Ich hatte einen Unfall. Ding, 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 was? Du bist ein Unfall. Ich bin ein Unfall. Was? Verdammt. Was machst du da? Ich will das nicht. Ich schlage deinen Salat. Hör auf damit. So, wow. Oh. Der war knapp. So, Doch wir wollen, sind nur so K.O., dass wir unter Schlafanfällen leiden. Ach so, okay. Wart ihr im Urlaub gewesen? Kann das sein, dass ihr im Urlaub wart? Oder seid ihr so... Weil es ist doch Wochenende. Wart ihr vielleicht im Urlaub gewesen? Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Weekend-Feeling. Wow! Mit Sultan, Jojo, salig, fruchtig, frisch. Und dann hinein ins Weekend-Feeling. Lass dich mal gehen. Schalt einfach ab. Erleb den sahnigen Geschmack. Jetzt kriegen wir rechtliche Probleme. Ich sehe schon, kommt. mit Piep ins Weekend-Feeling. Schönen guten Abend, Gotox. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live-Show. Guten Abend. Nee, kein Urlaub, zu viel Arbeit. Oh, das tut mir leid. Das ist nicht schön. Das tut mir leid. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ist ja immer so. Na? Was machst du denn da? Die Reifen waren halt, weil du so langsam bist. Ha! Ey, drück noch Nitro, oh, das Ferkelchen. Guck's dir an, ey. Oh ja, 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 ja! Ui! Oh, 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 oh! Da hebt das Lexi ab! Ui! Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ja, wie gesagt, Boxenstopp heute live. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal für YouTube, machen wir erstmal hier eine Folgenpause. Halten mal kurz hier an. So, sehr schön. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.